Und ich rufe auf Tagesordnungspunkt 7 mit 83, Erstlesung des Gesetzentwurfs der Freien Demokraten, Flexibilisierung der Sonntagsöffner der Corona-Pandemie. Das ist verbunden mit dem Dringlichen Antrag der Freien Demokraten. Lieber Herr Kollege Dr. Naas, Sie haben als Erster das Wort zur Einbringung. Bitte schön. Jawohl, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es ist spät, aber hoffentlich nicht zu spät für Hessens Innenstädte. Wir haben sehr schöne historische Innenstädte. Ich denke, das ist auch eine kulturelle Leistung, dass es eben ein Zentrum gibt, das man fußläufig erreichen kann, wo es viele Geschäfte gibt, wo vielleicht auch noch Verwaltung angesiedelt ist und wo es eine hohe Aufenthaltsqualität ist. Und diese hohe Aufenthaltsqualität, die wollen wir erhalten, und die ist aber im Moment bei den hessischen Innenstädten in Not. Im Moment ist die Gastronomie geschlossen. Es gibt eine hohe Verunsicherung, was natürlich die Kontaktreduzierung angeht. Und dementsprechend sind die großen Profiteure dieser Krise im Moment Amazon und andere große Dienstleistungs- und Versandhändler, die sozusagen jetzt natürlich als Onlinehändler davon profitieren. Und nicht jedes Geschäft in der Innenstadt hat einen Onlinehandel. Und insofern ist es eine große Herausforderung, jetzt für die hessischen Innenstädte zu kämpfen. Und ich finde, es wird Sie vielleicht überraschen, gut, dass der Wirtschaftsminister das erkannt hat, auch in den nächsten Tagen dazu sicherlich etwas vorstellen wird, was man so hört. Ich habe ihn ja gelegentlich gestern auch kritisiert, aber das ist etwas, wo wir, glaube ich, eine Gemeinsamkeit haben. Wir werden, da die hessischen Kommunen ja sehr schlecht ausgestattet sind und deswegen dort nicht alleine gelassen werden dürfen, auch an dieser Stelle über Investitionen und Zuschüsse des Landes reden müssen. Und damit sind die wesentlichen Programme genannt. Wir müssen sozusagen die aktiven Kernbereiche stärken. Wir müssen ab in die Mitte stärken, die Programme, die es seit vielen Jahren gibt. Und wir sind auch der Auffassung, und deswegen haben wir diesen Begleitantrag gestellt, dass 40 Millionen, die sind ja avisiert durch den Wirtschaftsminister, dort an dieser Stelle nicht ausreichen werden. Ich glaube, dass das Land hier stärker einsteigen muss, um dieses Problem in den nächsten Jahren abzuwenden. Das ist eine ganz große Herausforderung. Und deswegen müssen wir etwas neu denken, wir müssen neue Wege gehen, wir müssen flexibilisieren. Und zu dieser Flexibilisierung gehört für uns auch, noch einmal über die Sonntagsöffnung nachzudenken. Das sind nämlich neue Situationen, und es ist eine neue Zeit. Und jetzt kann man die alten Streitstände bedienen. Der Kollege Müller wird das gleich machen, wird seine ollen Jurakarteikarten auspacken. Die stimmen nach wie vor nicht. Denn in Berlin ist die Regel, die er uns gleich in Abrede stellt, natürlich möglich. Ich will das gar nicht tun. Wir sollten nicht über die alten Streitstände sprechen. Wir haben akzeptiert, dass es den Anlassbezug gibt. Er ist nicht notwendig. Man hätte das auch mit dem öffentlichen Interesse lösen können. Wir haben lange letztes Jahr darüber diskutiert. Aber wir haben jetzt akzeptiert, dass es diesen Anlassbezug im geltenden Gesetz gibt. Aber ich glaube, wir sollten die Möglichkeit nutzen, konzentriert, befristet für ein Jahr auf den Anlassbezug zu verzichten, weil es in diesem Jahr, im nächsten Jahr, faktisch gar keinen Anlassbezug geben kann. Natürlich wird es keine Karawanwoche in Bad Vilbel geben als Anlassbezug. Es wird auch keinen Kartoffelmarkt im Odenwald geben. Und es wird auch nicht 3 Tage Marburg geben. Und deswegen ist es richtig und sinnvoll, dass wir für ein Jahr auf den Anlassbezug verzichten und an 4 zusätzlichen Sonntagen im Jahr es ermöglichen, dass der Einzelhandel in Hessen wieder Kraft schöpfen kann. Denn es geht, wenn wir die Innenstädte retten wollen, zukünftig vor allem um die Aufenthaltsqualität. Es geht um den Eventcharakter von Einkauf. Es geht um das Erlebniseinkauf. Und deswegen brauchen wir auch mal einen neuen Weg, und wir brauchen auch zusätzliche Sonntagsöffnungen. Das sagt uns jeder Gewerbeverein in Hessen. Fragen Sie die mal. Und jetzt kommen ja wieder die Arbeitnehmerrechte. Da gibt es ja Parteien, die ja verstärkt vertreten. Ich frage mich, wenn ich von der einen oder anderen Gewerkschaft angeschrieben werde, ich bin da auf dem Verteiler, es wird, wenn es so weitergeht, viel Zeit bald für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer geben. Und dann braucht man sich nicht mehr über Sonntag Gedanken zu machen, wenn man sozusagen von montags bis sonntags frei hat. Wir wollen diese Arbeitsplätze erhalten. Deswegen kämpfen wir auch so für den Einzelhandel in Hessen. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der Koalition,
lösen Sie bitte an dieser Stelle mal den Blockadebolzen, und zwar den richtigen Blockadebolzen, nämlich den zur Sonntagsöffnung. Es sind andere Zeiten als vor einem Jahr. Der Einzelhandel braucht die Öffnung am Sonntag. Der Anlassbezug ist faktisch unmöglich. Und deswegen sollten Sie an dieser Stelle über Ihren Schatten springen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, Herr Kollege Dr. Naas. Nächster Redner ist der Abg. Hermann Schaus für die Fraktion DIE LINKE. Nur zur Information, der Kollege Naas hat, glaube ich, kaum 3 Minuten zur Einbringung gebracht. Aber bitte schön, Herr Kollege. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Eine Lüge ist wie ein Schneeball. Je länger man ihn wälzt, desto größer wird er. So wusste das schon Martin Luther, ohne dass er sich schon damals mit penetrant übereifrigen Liberalen auseinandersetzen musste. Das erklärte Bernhard Schiedrich, Fachbereichsleiter Handel von Verdi Hessen. Und mit diesem wörtlichen Zitat beginnt der Text der Erklärung der Allianz für den Freien Sonntag zum vorliegenden FDP-Gesetzentwurf. Dass Sie das trifft, Herr Dr. Hahn, ist mir klar. Mit diesem wörtlichen Zitat beginnt der Text der Erklärung der Allianz für den Freien Sonntag zum vorliegenden FDP-Gesetzentwurf. Und da hat die treffende Überschrift Recht und Gesetz verbieten Eskapaden. Ja? Die FDP beginnt unter der verschleierten Behauptung, es ginge hier um Pandemiebekämpfung, abermals einen Versuch, den verfassungsrechtlich geschützten Sonntag zu unterlaufen. Ihr selbsternannter sonntagsöffnungspolitischer Sprecher, Herr Dr. Naas, wird trotz eindeutiger Rechtslage nicht müde, uns aus rein ideologischen Gründen schon wieder mit diesem Thema zu belästigen. Ja, Herr Dr. Naas, ich sehe es nach den unzähligen Diskussionen, jetzt fällt mir der Name vom René Rock erst wieder ein, der hat ja dazwischen gebrüllt. So, René Rock, ich sehe es nach den unzähligen Diskussionen, die wir hier zum Sonntagsschutz schon geführt haben, als eine Belästigung an, wenn Ihre Fraktion wieder und wieder, so wie ein störrisches Kind, welches die Verfassungslage und die dazu ergangenen vielen Gerichtsentscheidungen einfach nicht zur Kenntnis nehmen will. Dabei haben Sie doch die höchste Juristendichte aller Fraktionen und sollten es besser wissen. Und ich bin mir auch sicher, dass Ihnen sogar die jüngste Gerichtsentscheidung des Oberverwaltungsgerichts für Nordrhein-Westfalen bekannt ist, das erst vor 2 Wochen, nämlich am 24. November, in einem Normenkontrolleilverfahren gegen die Genehmigung von 5 verkaufsoffenen Sonntagen an den Adventssonntagen und am 3. Januar 2021 in der Corona-Schutzverordnung von Nordrhein-Westfalen entschieden hat. Da sind Sie in der Koalition, da haben Sie es über den Weg versucht reinzuholen. Hat auch nicht geklappt, auch nicht in Nordrhein-Westfalen. Lassen Sie sich das doch einmal eine Lehre sein. Das Gericht folgte in Nordrhein-Westfalen der Argumentation der Gewerkschaft Verdi, dass verkaufsoffene Sonntage keinen Beitrag zum Infektionsschutz leisten und nicht zur Entzerrung in Ihrer Presseerklärung und in Ihrem Gesetzentwurf in der Begründung haben Sie es sehr wohl behauptet, ja, zur Entzerrung der Kundenströme beiträgt. Das haben Sie sehr wohl behauptet. Das kann ich Ihnen auch vorlesen. Das Gericht bestätigt damit seine Linie der vergangenen Monate, dass verkaufsoffene Sonntage ohne prägenden Anlassveranstaltung, da haben wir ja schon drüber gesprochen eben, nicht rechtmäßig ist. Und damit liegt es auf der Grundlage der vielen, vielen Entscheidungen vom Bundesverfassungsgericht über das Bundesverwaltungsgericht bis zu allen Obergerichten in Deutschland, wo das jemals sozusagen in den letzten 5 Jahren beklagt wurde. Und immer wieder versuchen Sie es über einen anderen Dreh. Mit der Corona-Pandemie lassen sich verkaufsoffene Adventssonntage also nicht
rechtlich begründen. Sie wollen ja auch zwei durchführen, wobei ich mich da frage, wann sollen die denn stattfinden? In diesem Jahr wohl nicht mehr, ja? Weil dann hätten Sie ja Ihr Gesetzentwurf früher reinbringen. Und nächstes Jahr im Advent, da gehe ich doch mal davon aus, dass wir diese Situation überwunden haben. Hoffe ich jedenfalls. Ja? Aber genau das Gleiche wollen Sie jetzt wieder für Hessen, was in Nordrhein-Westfalen schon gescheitert ist. Deshalb, auch durch ständige Wiederholung, wird die Behauptung nicht richtiger, dass Sonntagsöffnung zu einer Entzerrung der Kundenströme beitrage, auch ein Argument von Ihnen. Das Gegenteil ist der Fall, René Rock. Sonderöffnungen, die zudem oft von besonderen Angeboten begleitet werden, wirken als Anreiz für Menschen, gerade an diesen Tagen in die Geschäfte zu eilen. Das würde zu gefährlichen Menschenansammlungen führen. Das ist doch klar. Dieser Ansicht war im Übrigen auch das Oberverwaltungsgericht Münster, dass die Genehmigung von Sonntagsöffnung in der erwähnten Corona-Schutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen auch gekippt hat, weil eine präventive Wirkung geöffneter Geschäfte nicht erkennbar sei, soweit das Zitat. Mit der FDP-Forderung nach anlasslosen Sonntagsöffnungen noch dazu in einer Zeit, wo regional nächtliche Ausgangssperren angeordnet werden sollen, provozieren Sie geradezu weitere Corona-Hotspots. Deshalb wäre es besser, Sie zögen Ihren Gesetzentwurf ganz schnell zurück. Vielen Dank, Herr Kollege Schaus. Nächster Redner ist der Abg. Decker für die Fraktion der SPD. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Lassen Sie mich gleich zu Beginn eines für meine Fraktion feststellen. Ja, meine Fraktion und ich machen uns natürlich Sorgen um die Entwicklung des Einzelhandels. Und das haben wir auch schon vor der Pandemie gemacht, und wir machen es jetzt in der Pandemie erst recht. Und auch wir sind der Auffassung, dass wir Handel und Wirtschaft in dieser schweren Lage natürlich unter die Arme greifen müssen. Und Gott sei Dank, das will ich auch heute und hier an dieser Stelle noch einmal feststellen, hat die Bundesregierung, und ich erwähne jetzt nicht, dass es in erster Linie Olaf Scholz war, das wissen inzwischen ja alle, die Bundesregierung umfassende Hilfsprogramme aufgelegt hat, um den Branchen zu helfen und auch das Land versucht, mit ergänzenden Hilfen Unterstützung zu leisten. Und ich sage das mal ganz neutral und sachlich, auch wenn die Frage der Wirkung einzelner Maßnahmen durchaus unterschiedlicher Auffassung sind und auch wenn wir uns in manchen Bereichen weitere bzw. zusätzliche Hilfen auch der Landesregierung wünschen und auch inzwischen konkret gefordert haben, und das schon mehrfach, Kolleginnen und Kollegen. Klar ist aber auch für uns, dass ohne die vielfältigen Hilfen, die schon geflossen sind und die auch weiter fließen werden, von Bund und Land natürlich, viele Betriebe und damit auch viele Geschäfte schon nicht mehr existent wären. Und damit wären dann zugleich inzwischen bereits Hunderttausende von Arbeitsplätzen verschwunden. Und das sage ich Ihnen im Namen meiner Fraktion. Das ist das, was uns Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten besonders umtreibt in diesen Tagen und nichts anderes und uns deutlich macht, dass wir handeln müssen. Allerdings sagen wir auch, dass es da auf das Wie ankommt. Wie können wir gezielt helfen? Und da waren wir ausdrücklich vor blinden und untauglichen Aktionismus. Und Herr Dr. Naas, ich erspare Ihnen jetzt den Vorwurf, dass das jetzt gewissermaßen im Windschatten der Pandemie der erneute Versuch ist, die für Sie ungeliebten Beschränkungen der Ladenöffnung an Sonntagen auszuhebeln. Und ich unterstelle Ihnen an der Stelle und Ihrer Fraktion auch durchaus den guten Willen, einer in manchen Bereichen schwer angeschlagenen Branche helfen zu wollen. Normalerweise komme ich bei dem Thema immer als Knecht Ruprecht mit Peitsche. Aber an der Stelle lasse ich mal eine vorweihnachtliche Friedensbotschaft an Sie richten. Und zu mehr mit der Route, danke, damit Sie merken, dass wir uns dem Thema sachlich nähern. Und der Kollege Bromny hat das heute Morgen so schön formuliert. Und so will ich jetzt auch mal rangehen an das Thema, nämlich mit sachzwangloser Ehrlichkeit. Das hat mir echt gefallen, was er heute im anderen Zusammenhang gesagt hat. Und so machen wir das jetzt mal.
Genauer gesagt, ist der FDP-Gesetzentwurf zur befristeten Flexibilisierung der Sonntagsöffnung ein probates Mittel, um der angeschlagenen Branche wirklich helfen zu können? Und bei näherer Betrachtung der Faktenlage kommt man allerdings schnell zu der Erkenntnis, nein, das ist es nicht. Es ist kein probates Mittel, aus unserer Sicht zu helfen. Und dazu ein ganz einfacher Rückblick in den ersten Lockdown in der ersten Jahreshälfte. Damals haben wir ja das Gesetz geändert, um den Einzelhandel zu helfen und vor allen Dingen auch Kundenströme zu entzerren. Und wir sind dann aber sehr rasch zu der Erkenntnis gekommen, dass das gut gemeint war, aber im Grunde genommen nicht allzu viel gebracht hat. Es haben nämlich nur relativ wenige Geschäfte überhaupt davon Gebrauch gemacht, erstens. Und die davon Gebrauch gemacht haben, können wir feststellen, auch heute noch, dass die nicht gerade von der verehrten Kundschaft überrannt worden sind. Das war eher sehr zurückhaltend. Und es waren im Übrigen in erster Linie auch die Möbelhäuser, die dann geöffnet haben. Aber das waren mehr Seeleute als Kaufleute, die dort zu sehen, anzutreffen waren. Ich bin übrigens nicht hingegangen, aber andere haben es mir erzählt. Ich denke, richtigerweise haben wir dann auch im Frühsommer, Herr Minister, die Lockerungen im Ladenöffnungsgesetz wieder zurückgenommen. Das war richtig und das bleibt auch richtig an der Stelle, damit wir gleich die richtige Tendenz erkennen. Und ich teile da im Übrigen die Auffassung von Verdi. Die haben nämlich völlig recht, wenn sie feststellen, dass es im Moment gar keine großen Kundenströme gibt, die besser zu verteilen wären. Und die bleiben an normalen Werktagen schon aus. Leider. Ich füge das ausdrücklich hinzu. Leider. Aber es ist so. Und es liegt in der Tat auch nicht an der Corona-Regelung mit den Quadratmetern aus unserer Sicht, sondern es liegt in erster Linie an einem ganz anderen Faktor. Es liegt nämlich ganz einfach daran, dass es an fehlender oder auch zurückgehaltener Kaufkraft liegt, dass im Moment diese Kundenströme nicht unterwegs sind, erstens. Und zweitens, weil die Leute, und das wird auch uns noch viele Monate so begleiten, ob wir das Ladenöffnungsgesetz ändern oder nicht. Es gibt immer jede Menge Leute, die einfach Angst haben, in die Innenstädte zu gehen, weil sie Sorge haben, dass sie sich dort infizieren. Also eine ganz normale Reaktion der Menschen vor Ort, die das entscheiden. Und by the way, das Wort Mitarbeiter hat, glaube ich, Kollege Schaus vorhin schon einmal genannt. Ich will da noch anfügen, ich denke natürlich, oder wir denken natürlich an die Beschäftigten im Einzelhandel. Wir haben sie zu Recht als systemrelevant anerkannt und wir haben sie auch zu Recht als Helden des Alltages bezeichnet, neben anderen Mitarbeitern und Mitarbeitern in anderen Branchen auch. Und zumindest wir haben auch immer gefordert, dass es nicht bei lobenden Worten bleiben darf, sondern wir müssen auch für diese Heldinnen und Helden bessere Löhne einsetzen. Das ist wichtig für uns. Aber wenn wir, bevor das geschafft ist, wenn wir stattdessen jetzt um die Ecke kommen und denen sagen, dass als Dankeschön müsst ihr jetzt auch noch als bis jetzt schon an Sonntagen arbeiten, meine Kolleginnen und Kollegen, dass wir das nicht mitmachen als SPD-Fraktion, das dürfte in dem Saal eigentlich jedem klar sein, ohne das zu betonen. Im Übrigen eine weitere sachliche Feststellung. Ich glaube, wir können davon ausgehen, dass eine solche Gesetzesänderung keine Woche rechtlich überleben würde, weil die Hürden zu Recht beim geschützten Sonntag so hoch hängen, dass, ich glaube, jedes Gericht in der ersten Instanz schon uns das abschmettern würde, bis hoch in die höchstrichterliche Rechtsprechung. Und das ist nichts, was wir gemacht haben. Das ist einfach Fakt. Und ich glaube, deswegen macht es auch keinen Sinn, einen solchen Gesetzentwurf auch aus dieser Sicht auf den Weg zu bringen. Ja, Herr Dr. Naas, ich bin ganz bei Ihnen und bei Ihrer Fraktion. Wenn es darum geht, dass wir uns wirklich Sorgen machen müssen, dass der Onlinehandel den Einzelhandel immer weiter an die Wand drückt. Das ist richtig. Und da müssen wir uns überlegen, wie wir diesen beängstigenden Anstieg während der Pandemie, ist das ja beschleunigt worden, wie wir das in den Griff bekommen können. Aber wir haben doch schon mehr, aber Herr Dr. Naas, wir haben doch schon mehr als ein Dutzend Mal hier an dieser Stelle bei anderer Gelegenheit darüber diskutiert, dass mehr Ladenöffnungen an Sonntagen den Onlinehandel nicht zurückdrängen werden. Das schafft die 4 oder 5 mehr Sonntage schaffen es einfach nicht. Das muss man einfach so sehen. Da braucht es andere Werkzeuge. Sie haben vorhin eins genannt von dem hessischen Wirtschaftsminister, von der Landesregierung. Das ist sicherlich ein Schritt in die richtige Richtung. Er muss dann auch gemacht werden. Ich will jetzt auch gar nicht weiter von attraktiven Innenstädten reden, sondern mal ganz konkret was sagen. Lassen Sie uns doch gemeinsam vor Ort bei der Bevölkerung dafür werben, dass Sie nicht online bestellen, sondern dass Sie in ihren Einzelhandel vor Ort in ihre Geschäfte gehen und doch die Weihnachtsgeschenke und im neuen Jahr die Ostergeschenke und zwischendurch alles das, was sie brauchen, dort kaufen. Ich glaube, das wäre doch mal ein wichtiges Signal, was wir von dem
vom Plenum ausgehen lassen können. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, wenn wir im kommenden Plenum eine gemeinsame Resolution hier in diesem Hause verabschieden, indem wir gezielt die Bevölkerung darum bitten, doch ihren örtlichen Einzelhandel zu stärken, damit wir nämlich dann am Ende, wenn die Pandemie rum ist, auch noch Geschäfte haben, wo wir einkaufen können und wo wir dann an der einen oder anderen Stelle auch verweilen können bei einer Tasse Kaffee oder einem Glas Bier. Also, meine Damen und Herren, lassen Sie uns nicht das Ladenöffnungsgesetz ändern, sondern lassen Sie uns jeder für sich in seinem Wirkungsbereich aktiv dafür eintreten und werben, dass der Einzelhandel gestärkt wird, indem wir dort einkaufen gehen. Wir werden das machen. Machen Sie einfach mit. Herzlichen Dank. Danke, Kollege Decker. Nächster Redner ist der Abg. Lichert für die Fraktion der AfD. Herr Präsident, meine Damen, meine Herren! Also, es wird hoffentlich niemanden hier allzu sehr enttäuschen, wenn ich es auch versuche, kurz und knackig zu machen. Ob ich den Nasschen Quickie allerdings schlagen kann, gut, wir werden es sehen. Die ganz Kurzfassung lautet, wir unterstützen den Gesetzentwurf, aber nicht ein bisschen länger als das muss ich dann schon ausführen. Warum tun wir das? Sie werden sich sicherlich daran erinnern, dass wir letztes Jahr an dieser Stelle ja auch schon einmal das Thema Sonntagsöffnung beraten haben. Und dort haben wir uns ausdrücklich zur Begrenzung der Sonntagsöffnungen bekannt. Damals hat ja auch noch die FDP pro forma dieser Begrenzung zugestimmt. Aber sie trug ja das Herz quasi schon auf der Zunge und sagte erstmal. Insofern sind wir uns natürlich auch der Tatsache bewusst, dass es hier ein Stück weit ein salamitaktisches Vorgehen der FDP ist, jawohl, sehen wir ein, ist auch ein probates Mittel, warum denn nicht? Ja, trotzdem tragen wir es uns mit. Dennoch bekennen wir uns natürlich zur besonderen Rolle des Sonntages und wir wollen ihn, oder es ist sogar egal, ob Sie ihn besonders als Schutzraum für Familien sehen oder das dritte Gebot heranziehen. Dennoch, wir tragen das Ganze mit. Und wir tun es, wir unterstützen den Gesetzentwurf, weil wir den stationären Einzelhandel unterstützen wollen. Und ich glaube, es ist jedem hier doch klar, dass das nicht die eine Maßnahme sein kann, die den stationären Einzelhandel rettet. Das ist doch völlig klar. Ja? Aber es verbreitert die Klaviatur derer, die vor allen Dingen lokal die Entscheidung treffen können. Und wenn es sich in einer Kommune eben nicht gelohnt hat, dann werden das die Einzelhändler dem Bürgermeister bzw. Magistrat schon mitteilen. Und dann wird es eben nicht gemacht. Aber dort, wo es sich lohnt, dort wollen wir den Kommunen und den Einzelhändlern auch die Möglichkeit dazu geben. Und darum geht es. Wir werden sicherlich noch einige Technikalitäten hören, warum das alles nicht funktioniert und so weiter und so fort. Das überlasse ich gerne anderen. Aber jetzt müssen wir natürlich noch auf eine kleine Schlusspointe kommen. Wenn sogar schon Herr Schaus Luther bemüht und das den armen Dr. Hahn dazu nötigt, gleich nach dem lieben Gott zu rufen, ja, also dann müssen wir natürlich mit einem Bibelzitat schließen. Ist ja klar. Ja, und Jesus Christus spricht in Matthäus Kapitel 12. Ich kann Ihnen gerne die genaue Stelle noch einmal sagen. Matthäus Kapitel 12, Verse 11 und 12. Wo wäre jemand unter euch, der ein einziges Schaf besitzt und, wenn dieses ihm am Sabbat in eine Grube fällt, es nicht ergriffen und herauszöge? Wie viel wertvoller ist nun aber ein Mensch als ein Schaf? Also darf man am Sabbat Gutes tun. Ich gebe zu, Shopping ist in der Hitliste der guten Taten nicht ganz weit oben. Aber es geht uns hier nicht um die Shopper, sondern es geht um die Einzelhändler und ihre Mitarbeiter. Und denen zu helfen, das, meine Damen und Herren, ist ganz sicher eine gute Tat. Danke sehr. Vielen Dank, Kollege Lichert. Nächster Redner ist der Abg. Markus Hofmann für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.
Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Alle Jahre wieder, könnte man jetzt singen, versucht sich die FDP am hessischen Ladenöffnungsgesetz abzuarbeiten. Und die Argumente sind immer die gleichen, diesmal nur noch ergänzt durch den Pandemieaspekt. Keine Frage, der Handel leidet, genauer der Handel in den Städten und in den Gemeinden, sprich der stationäre Handel, der leidet. Die Konsumenten allerdings sparen auch 2020 nicht mehr bei den Geschenken. Durchschnittlich wollen sie 330 € für Weihnachtsgeschenke ausgeben. Das liegt auf einem ungefähr gleichen Niveau wie im Vor-Corona-Jahr. Also 2019 waren es deutschlandweit 543 Milliarden €, die im Handel umgesetzt wurden. 2020 werden es 551 Milliarden € sein, trotz des Lockdowns im Frühjahr und den schwierigen Bedingungen der Zeit. Also wir müssen erkennen, der Handel macht sogar mehr Umsatz als 2019. Aber wir kennen weiterhin, es ist keine Krise des Handels aufgrund zu knapper zeitlicher Einkaufsmöglichkeiten. Es ist eine Krise des stationären Einzelhandels aufgrund des Coronaviruses und einem Kundenverhalten, welches sich am digitalen Shopping in Corona-Zeiten im sicheren Zuhause orientiert. Die Pandemie verstärkt diesen Trend des Online-Shoppings durch die Unsicherheit, dass jeder Kontakt einer zu viel sein könnte. Der Deutsche Handelsverband rechnet damit, dass die Weihnachtsumsätze im Netz in den Monaten Dezember inklusive November insgesamt um 19% zulegen werden. Also die Menschen kaufen tatsächlich vermehrt online. Und eine Sonntagsöffnung, Herr Dr. Naas, und da kann ich aus Erfahrung gut 30 Jahren Einzelhandel sprechen, ist immer ein Event, der mit zusätzlichen Aktionen zur Frequenzerhöhung gekoppelt sein muss, um wirtschaftlich überhaupt tragfähig zu sein. Die alleinige Öffnung der Geschäfte reicht da eben leider nicht aus. Derzeit entspricht das aber auch nicht den Pandemiemaßnahmen, Menschenaufläufe zu produzieren. Und Herr Dr. Naas, Sie hatten ja auch angesprochen, die Gewerbevereine wollen mehr Sonntage. Ja, ich war 10 Jahre im Vorstand eines Gewerbevereins, den ich sogar mitgegründet habe. Ich habe sogar ein halbes Jahr hauptamtlich gearbeitet. Ich kann Ihnen sagen, die Gewerbevereine wollen nicht mehr Sonntage, die wollen sichere Sonntage. Das haben wir mit der Gesetzesverbesserung letztes Jahr geschafft. Und das ist Fakt der Lage, nicht mehr Sonntage. Bringt auch nicht mehr Umsatz, weil der Umsatz fehlt am Montag. Das sind Erfahrungswerte aus dem Handel, Herr Dr. Naas. Also ich fasse mal ganz kurz den Gesetzentwurf zusammen. Die FDP, die Strategie der FDP, um den stationären Einzelhandel zu unterstützen, ist Sonntagsöffnung, noch mehr Sonntagsöffnung und das am besten auch noch im Advent. Super. Also, liebe Kolleginnen und Kollegen, mangelnde Zeit zum Einkaufen gibt es im hessischen Ladenöffnungsgesetz nicht. Und hier empfehle ich auch noch einmal, das HLÖG zu lesen. Da geht es nämlich um eine komplette Freigabe zwischen Montag und Samstag. Sie haben also an 6 Tagen, Tag und Nacht, die Möglichkeit einzukaufen. Und an 4 Sonntagen im Jahr 6 Stunden, wenn es sehr, sehr gute Gründe dafür gibt, und da ist zum Beispiel ein Anlassbezug dabei, der diese Sonntagsöffnung auch rechtfertigen muss. Und die Hürde verkaufsoffener Sonntag ist zu Recht sehr hoch. Der verfassungsmäßige Schutz des Sonntages steht dem reinen Gewinnstreben entgegen. Es dient dem Schutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Einzelhandel und nicht zuletzt, und das wird oft vergessen, es dient auch dem Schutz der kleinen KMUs. Hören Sie doch einfach mal zu. Es dient auch dem Schutz der kleinen KMUs, also den Unternehmen, in denen der Ladenbesitzer oder die Ladenbesitzerin an 6 Tagen in der Woche hinter der Ladentheke steht. Die wollen nämlich auch mal einen Sonntag frei haben. Der Schutz des Sonntages ist rechtssicher und hat Verfassungsrang. Und wie gesagt, HLÖG lässt es ja zu. Sie können Abendshoppings durchführen, jetzt morgen in Fulda zum Beispiel. Es ist zwar zeitlich ein bisschen unglücklich in der Corona-Zeit, aber solche Events, die in der Regel von einem Quartier durchgeführt wird, also einer Einkaufsstraße oder eines Einkaufsverbandes, machen durchaus Sinn, weil sie Werbung machen für das Quartier. Zumindest war das vor, und es wird auch hoffentlich nach der Corona-Zeit wieder so sein. Ja, und da Sie offensichtlich, Herr Dr. Naas, die Presse gelesen haben am Dienstag, in dem die Frankfurter Rundschau Ihren Gesetzentwurf zerrissen hat, haben Sie wahrscheinlich noch
einen Antrag schnell entworfen, der leider auch nicht sehr viel besser ist. Wir werden den aber mit Sicherheit im WVA noch einmal besprechen können oder im anderen Ausschuss, im Sozialausschuss, und darüber noch einmal reden können. Ja, das war's für mich. Also, der Gesetzentwurf, tut mir leid, ist einfach aus der Zeit gefallen. Ja, vielen Dank, Herr Kollege. Dann hat jetzt das Wort der Abgeordnete Jörg Michael Müller für die Fraktion der CDU. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, lieber Herr Kollege Naas, selbstverständlich habe ich mir meine Karteikärtchen angeschaut. Und selbstverständlich habe ich auch wieder eine Lösung aus diesen Karteikärtchen hervorgefunden. Ich weiß aber, ich glaube, ich habe die nie benutzt, auch im Studium nicht. Das war mir zu irgendwie, aber gut, egal. Ja, weiß ich nicht, Herr Kollege, weiß nicht. Aber jedenfalls habe ich sie nicht benutzt. Also, Herr Kollege, es wird Ihnen einiges klar. Na ja, gut, also ich bin, nee, das will ich jetzt nicht sagen. Herr Kollege Naas, wenn Ihnen einiges klar wird, dann fangen wir jetzt genauso an. Meinen Sie diesen Gesetzentwurf ernst? Meinen Sie ihn wirklich ernst? Warum haben Sie ihn dann so schlampig formuliert? Warum haben Sie ihn so unerträglich schlampig formuliert? Wenn Sie so anfangen, dann bekommen Sie genau das jetzt. Haben Sie schon einmal in § 6 Absatz 2 des Hessischen Ladenöffnungsgesetzes gelesen? Den haben Sie nicht verändert, den haben Sie gelassen, und da steht wörtlich drin, die Freigabeentscheidung ist durch Allgemeinverfügung 3 Monate vor dem Ereignis zu fassen. 3 Monate. Heute haben wir den, Sie wissen, welchen Dezember wir haben. Einen Adventssonntag haben wir schon hinter uns, 3 haben wir noch vor uns, 3 Monate bis zur Entscheidung. Also es ist ein so großes Schaufenster, was Sie hier gerade aufgebaut haben. 2 haben wir schon vorbei. Danke schön, Kollege Bellino. Also an dieser Stelle, Sie meinen das nicht ernst. Und wissen Sie, hätten Sie es damals ernst gemeint, und ich habe ja, wobei ich das Ziel persönlich gar nicht konterkarieren möchte. Das meine ich jetzt an dieser Stelle wirklich sehr ernst. Ich finde es richtig und finde es gut, dass Sie die Initiative ergreifen, dass wir uns um die Innenstädte kümmern müssen. Deshalb finde ich es auch prima, dass Sie den zweiten Antrag gestellt haben. Den werden wir mit Ihnen gemeinsam, da freue ich mich auch schon im Ausschuss, denke ich, intensiv diskutieren. Aber beim Ladenöffnungsgesetz, bitte. Ich habe mir damals vorgestellt, okay, Sie haben diese Schlacht verloren, die wir hier geführt haben, und jetzt machen Sie Folgendes. Sie gehen zu Ihrer Bundestagsfraktion und stellen einen Antrag und sagen, liebe Bundestagsfraktion, ihr seid so gut, ihr habt so tolle Leute. Jetzt stellt doch mal einen Antrag, die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland zu ändern, nämlich den Artikel 140 zu streichen. Der Artikel 140 gestrichen, dann haben wir die Kirchensonderrechte, die Sie ja auch stört im Übrigen, mich auch in Teilen, was die Steuersituation und vor allen Dingen die Alimentation der Kirchen aus altem Recht betrifft. Aber sei es drum, den hätten Sie jetzt streichen können. Das heißt, wir hätten schon einmal eine Diskussion in Deutschland geführt, eine breite Diskussion, streichen wir das aus der Verfassung oder nicht. Dann hätten Sie Ihre Länder zusammenrufen können, wo Sie mitregieren. Dummerweise hätten die jetzt auch nicht mitgestimmt, weil die haben auch kein Interesse, es zu ändern. Und wir hätten eine Diskussion. Also das haben Sie nicht ehrlich gemeint. Und wir haben das Ladenöffnungsgesetz damals, ich sage es mal, reformiert, weil wir gesagt haben, okay, wir wollen ein paar Erleichterungen, aber wir kommen um die Rechtsprechung nicht rum. Und Sie können sagen, in Berlin geht es doch auch. Das stimmt nicht. Auch in Berlin sind zahlreiche Maßnahmen gestoppt worden. Und es gibt keine, und das ist das Glück der Berliner zurzeit, es gibt keine Beantragung beim Bundesverfassungsgericht. Das Bundesverfassungsgericht hat in seinen Entscheidungen, auch in den wechselnden Bezugnahmeentscheidungen, immer wieder gesagt, dieser Sonntagsschutz, ob er uns nur gefällt oder nicht, wir haben ja eine differenzierende Auffassung, auch untereinander in der Koalition. Möglicherweise haben wir verschiedene Auffassungen, aber wir versuchen, den gemeinsamen Weg zu finden, der am meisten dann den Bürgerinnen und Bürgern, in diesem Fall den Geschäftsleuten, bringt. Und das Bundesverfassungsgericht hat uns ganz enge Leitplanken gesetzt. Und dieses Gesetz, ich stimme dem Kollegen Decker an dieser Stelle zu, ausdrücklich, was das betrifft, nicht was die Arbeitnehmerromantik betrifft, die sehe ich da völlig anders. Ich sage das mal, wie ich es denke, ne? Aber bei all dem, das Gesetz wird an dieser Stelle nicht wirklich überleben. Weil was gar nicht geht, ist, dass der Gesetzgeber dann in diesen Verfassungsanspruch unmittelbar so eingreift, wie Sie es tun. Jetzt können Sie eine unterschiedliche Auffassung haben, das ist in Ordnung. Da kann man ja klagen, kann man versuchen, dass irgendwann die Rechtsprechung uns die Möglichkeit gibt. Sie gibt sie aber uns zurzeit nicht.
Und da sie es uns zurzeit nicht gibt, macht es doch keinen Sinn, so einen Gesetzentwurf hier vorzulegen. Und unabhängig von dem, welcher Auffassung ich bin, bringt es jetzt tatsächlich in der aktuellen Pandemielage etwas. Da habe ich eine ganz differenzierende Auffassung, weil in der Pandemielage sind sehr viele Menschen, Kollege Decker, Sie haben es auch gesagt, und das teile ich an dieser Stelle auch, sehr viel vorsichtiger, als sie sonst sind. Und gleichzeitig sind sie aber durchaus sehr verrückt, muss man auch sehen. Wir haben ja auch Überfüllungen gehabt und Überfüllungssituationen, die unterbunden worden sind von der Polizei, weil einfach die Situation so war, wie sie war. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich finde Ihren zweiten Ansatz, den Sie geführt haben, viel, viel interessanter und viel, viel besser. Da kann man noch streiten, ob das die richtigen Mittel sind und wie auch immer. Aber wir müssen uns darum kümmern, was passiert mit unseren Städten, was passiert mit unseren Gemeinden. Und deshalb freuen wir uns auch auf diese Diskussion. Aber Ihren Gesetzentwurf zum Ladenschluss, bei aller Sympathie für das Endziel, der ist einfach nicht redlich, weil er ignoriert die Rechtsprechung, er ignoriert die Verfassung und er ignoriert vor allen Dingen das Gesetz, was besteht, weil Sie haben diesen Punkt an dieser Stelle nicht geändert. Sie werden jetzt sagen, meine Karteikärtchen waren wieder völlig falsch. Das kann alles sein. Sie mögen es anders sehen. Aber wissen Sie, Karteikärtchen brauche ich nicht. Ich brauche an dieser Stelle das, was es in diesem Hause für diesen Gesetzentwurf gibt, nämlich keine Mehrheit. Und damit ist alles gesagt. Vielen Dank. Danke, Herr Kollege Müller. Der Kollege Dr. Naas hat sich noch einmal gemeldet, hat noch ein bisschen Redezeit zur Verfügung. Er war ja am Anfang sehr sparsam. So, jetzt haben wir noch 2,46, Herr Kollege. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, es war klug, noch ein bisschen Redezeit aufzuheben. Ich hatte eigentlich nicht vor, noch einmal zu reden, aber ich muss es tun nach den rechtlichen Ausführungen des Kollegen Müller. Ich weiß nicht, was Sie für ein Kurzzeitgedächtnis haben, Herr Kollege Müller, aber ich muss Sie doch einmal daran erinnern, dass wir bis zum 22. Juni in diesem Land Sonntagsöffnung hatten. Wir hatten sie ja durch Ihre Regierung. Und zwar Anfang dieses Jahres konnte Sonntag eingekauft werden. Und zwar aufgrund der Corona-Verordnung. Und das Einzige, was hier nicht gesetzeskonform und verfassungskonform war, war diese Corona-Verordnung, die Sie dann auch haben auslaufen lassen am 22. Juni. So, also reden Sie nicht über unseren Gesetzentwurf und dessen Unzulässigkeit. Sie selbst haben das zugegeben, der Kollege Kasseckert hat es doch gesagt in der Presse. Rechtlich war es nicht mehr zu halten. Es gab nämlich schon Klagen. Und warum gab es die Klagen? Weil man in einer Verordnung ein geeignetes Mittel braucht. Und es war eben kein geeignetes Mittel zur Entzerrung im Rahmen einer Verordnung. Das brauche ich Ihnen nicht sagen. Das einzige Instrument, was Sie gewählt haben, bis zum 22. Juli, das war rechtlich nicht zu halten. Und das werfen Sie uns und unserem Gesetzentwurf vor. Das ist unredlich, meine sehr verehrten Damen und Herren. Danke, Herr Kollege. Nächster Redner ist der hessische Minister für Integration und Soziales, Herr Kollege Kai Klose. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich will anfangen mit der Situation, in der sich der Einzelhandel befindet. Und das ist ja ähnlich wie das, was wir auch in der Gastronomie und in ganz vielen anderen Wirtschaftsbereichen erleben. Das, was aufgrund von Corona an Schutzmaßnahmen ergriffen werden muss, und das veränderte Einkaufsverhalten, das ist auch schon dargestellt worden, das trifft weite Bereiche, gerade auch des stationären Einzelhandels, zusätzlich empfindlich, zusätzlich zu den Herausforderungen, vor denen Sie sowieso stehen. Und stellen Sie vor, wirklich große wirtschaftliche Herausforderungen. Und das ist selbstverständlich eine schwierige Situation. Ich finde aber, wir sollten nicht so tun, Herr Dr. Naas, mit solchen Schaufensteranträgen, das passt jetzt hier nun wirklich auch zum Kontext, als würden Sie hier irgendeinem mit einem solchen Gesetzentwurf einen Gefallen tun. Dieser Gesetzentwurf, bei allen Sorgen für die Menschen, dieser Gesetzentwurf ist erkennbar verfassungswidrig.
Und ich werde auch nicht müde, das zu betonen. Das Rechtsstaatsprinzip bindet auch den Gesetzgeber an die verfassungsrechtlichen und höchstrichterlich mehrfach geklärten Grenzen verkaufsoffener Sonntage. Und auch wenn in der jetzigen Situation bestimmt viele von uns gerne ein Signal senden würden, ist das nun einmal der Rahmen, in dem wir uns bewegen. Und weder dem Handel noch den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern oder den Menschen, die am Sonntag einkaufen wollen, wäre mit einer Regelung geholfen, die völlig absehbar, und da bin ich ganz beim Kollegen Decker, und Herr Müller hat es genauso betont, die völlig absehbar anschließend gerichtlich für unwirksam erklärt werden würde. Und deshalb, Ihr Gesetzentwurf will die bisher vorgesehenen Sonn- und Feiertagsöffnungen erweitern. Er will bis zu 4 weitere, insgesamt also 8 anlassunabhängige Sonn- und Feiertagsöffnungen ermöglichen, wobei 2 Adventssonntage freigegeben werden können. Und ich meine, wir haben das hier wirklich auch in dieser Legislaturperiode hoch und runter diskutiert. In der Verfassung ist festgelegt, der Sonntag und die staatlich anerkannten Feiertage bleiben als Tage der Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung gesetzlich geschützt. Das steht sowohl im Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland als auch in der Verfassung des Landes Hessen. Und damit ist klar, gewisse Tage sollen für alle Menschen arbeitsfrei bleiben. Das heißt, das werktägliche Leben soll zur Ruhe kommen. Sonn- und Feiertage sind Tage der Arbeitsruhe. Die Sonntagsöffnung muss die Ausnahme sein. Und die Rechtsprechung hat das auch so weiterentwickelt, dass klar ist, es muss einen Anlass geben. Und was Sie machen mit Ihrem Gesetzentwurf ist, dass Sie genau dieses Regelausnahmeverhältnis ins genaue Gegenteil verkehren. Sie wollen das Erfordernis des Sonderereignisses für die Sonntagsöffnung einfach streichen und eine grundsätzliche Öffnung vorsehen. Und dass das den Vorgaben der Verfassung widerspricht, ist nun wirklich hinreichend oft festgestellt worden, zuletzt auch in Ländern mit vergleichbarer Rechtslage wie etwa in Nordrhein-Westfalen. Also, im Klartext, der Verkauf an einem Sonntag muss über das allgemeine Verkaufsinteresse hinausgehen. Er bedarf eines definierten Anlasses. Und dann fällt Ihnen das jetzt ein, das mit der Pandemie zu begründen. Und da liegt völlig klar auf der Hand, dass auch das nicht tragen kann. Denn das Ziel, das Einkaufsgeschehen zu entzerren, rechtfertigt eben keine landesweiten Sonntagsöffnungen im gesamten kommenden Jahr. Wie auch, es ist ja überhaupt nicht ersichtlich, dass während des gesamten kommenden Jahres landesweit oder wenigstens überwiegend ein so großer Kundenandrang da wäre und ein so kritisches Infektionsgeschehen da wäre, dass deshalb aus infektionsschutzrechtlicher Sicht eine Entzerrung erforderlich sein würde. Und das war der Grund, warum wir es in diesem Frühjahr gemacht haben. Und genau mit diesem Infektionsschutz haben wir es begründet. Und deshalb haben wir es auslaufen lassen, als die Infektionszahlen deutlich rückläufig waren. Und das ist in sich ein absolut konsistentes Prinzip. Und ich will auch ausdrücklich auf die Entscheidung aus Nordrhein-Westfalen, OVG Münster, 24. November zur nordrhein-westfälischen Corona-Schutzverordnung verweisen. Da heißt es, dass erfahrungsgemäß viel dafür spricht, dass in vielen, insbesondere ländlichen Gegenden und in zahlreichen, vor allem kleineren Städten, der Kundenandrang auch an den Adventssamstagen sehr überschaubar bleiben wird. Und ich will auch noch einmal sagen, das ist in Hessen jetzt schon eine ganze Weile so, an allen 6 Werktagen kann jede Händlerin und jeder Händler, die oder der das möchte, in Hessen von 0 bis 24 Uhr öffnen. An jedem dieser Werktage. Und ich finde, das Üble an Ihrem Vorgehen ist, dass Sie, ich glaube, dass Sie ganz genau wissen, dass die Sonntagsöffnung, die Sie hier immer wieder propagieren, verfassungsrechtlich überhaupt nicht möglich ist. Aber Sie machen der IHK und dem Handelsverband etwas vor. Und das finde ich, gelinde gesagt, schwierig. Es ist aber auch völlig klar, dass eine Landesregierung einem solchen Vorgehen nicht zustimmen kann. Und ich will Ihnen auch sagen, neben den verfassungsrechtlichen Gründen, die dem sowieso entgegenstehen, wäre es auch gesundheitspolitisch ganz falsch, so zu agieren, wie Sie es vorschlagen. Weil gerade angesichts der Verwischung von täglichen Rhythmen, die wir ja alle erleben,
Durch die Corona-Krise brauchen Menschen erst recht die Möglichkeit, sich wenigstens an Sonn- und Feiertagen auch physisch und psychisch zu regenerieren. Und das ist vollkommen unabhängig von religiösen Hintergründen. Deshalb umso bedeutender, dass der Sonntag geschützt ist. Er leistet nämlich einen wichtigen Beitrag für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, gerade in diesen Zeiten. Und deshalb strich drunter, das Ergebnis ist klar. Die Landesregierung lehnt diesen Gesetzentwurf ab, weil er erkennbar die verfassungsrechtlich geschützte Sonn- und Feiertagsruhe verletzt. Und lieber Herr Dr. Naas, dass der AfD die Verfassung ziemlich egal ist, das wissen wir. Das haben wir ja auch heute vom Staatsgerichtshof noch einmal klar zu erkennen gegeben. Aber, und da schließt sich der Kreis zu Ihrer Einführung, der Kreis schließt sich. Es ist spät, aber hoffentlich nicht zu spät für Einsicht, selbst bei der FDP. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Staatsminister. Damit sind wir am Ende der Aussprache. Ich bitte um Ruhe. Am Ende der Aussprache angelangt. In der Erstlesung des Gesetzentwurfs, den wir überweisen an den HHA. Und ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 9. Wie haben wir vereinbart? Ach, ich bin schon viel weiter. Das war jetzt eher Wunsch, das war ein bisschen Wunschdenken. Also, wir sind am Ende der Erstlesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der Freien Demokraten. Sonntagsöffnung mit dem dringlichen Antrag der Fraktion der Freien Demokraten, Hessens Innenstädte attraktiv halten. Wir überweisen den an den SIA federführenden Gesetzentwurf und mitberaten an den WVA und den dringlichen Antrag an den WVA, so war es vereinbart. Ja?